Los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Fazit-Video zu Mario Kart 8. Hier werden wir einfach die ganzen Themenpunkte und so ein bisschen besprechen, einfach mal unsere Meinung reinbringen und ich bin nicht allein und zwar der Patrick ist auch dabei. Genau, also Fazit-Video ist relativ, weil Fazit ziehen am Anfang einer Ära ist natürlich relativ, aber wir möchten natürlich einfach mal so ein paar Punkte durchgehen und unsere Meinung dazu preisgeben. Ja, genau. Und wir haben das so ein bisschen strukturiert und werden es auch auf beiden Kanälen veröffentlichen. Zumindest, wenn alles nach Plan läuft. Ja, wollen wir mal hoffen, ne? Ja, auf jeden Fall. So, dann fangen wir mit dem ersten Thema an. Und zwar, hattest du irgendwelche Erwartungen und wie gehypt warst du? Ich muss sagen, an mir ging dieser Hype davor so ein bisschen vorbei. Oh nee, jetzt öffnet sich hier so ein scheiß Fenster bei mir. bei mir war der Hype nicht unbedingt so groß, aber ich habe es mir dann kurzfristig ja doch noch vorbestellt und ja, als es dann sogar noch 2 Tage vor Release kam, da war ich dann schon recht happy, weil dann auch noch die HDPVR 2 ankam und aufgenommen werden konnte und das war dann doch recht cool. Aber ich muss sagen, ich schaue mir eigentlich nie so Directs oder so an, deswegen hatte ich da jetzt auch noch nicht so viel Ahnung davon. Auch wenn ich mir die von Mario Kart 8 sogar angeschaut habe. Und anfangs war ich noch ein bisschen skeptisch der Gravity-Funktion über, aber ich denke, da sagen wir später nochmal was dazu. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, bei mir war der Hype jetzt nicht so groß, aber ging schon. Also, bei mir war es anders, also ich war seit der E3 letztes Jahr sehr gehypt auf dieses Spiel, weil da kam ja auch wirklich der erste Trailer von dem Spiel und ich habe schon gesehen, schöne Grafik, auch so mit den Decken und so, und dachte ich mir auch so, wie wird es so funktionieren? Ich hatte auch, okay, hohe Erwartungen hatte ich jetzt nicht, so mittelmäßige Erwartungen, ne? Also ich habe erwartet, dass es ein geiles Spiel wird, natürlich habe ich auch gedacht, dass werden noch ein paar negative Sachen kommen, wo wir auch später darauf zu sprechen kommen, denke ich mal. Und ich habe es auch 2 Tage vorm Release bekommen und ja, ich hatte natürlich viel Spaß gehabt. Ich war schon, also wirklich das erste Mal überhaupt, dass ich mich überhaupt über dieses Spiel mal ein bisschen informiert habe. Und ja, es hat sich anscheinend auch gelohnt. Okay. Das war dann schon so unser erster Punkt. Ansonsten könnte man noch so ein bisschen was zum grafisch-soundtechnischen sagen. Ja, das können wir machen. Also, grafisch kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir recht gut gefällt. Der erste Eindruck ist klasse gewesen und auch danach jetzt noch gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Vor allem eben diese Anti-Gravity-Räder sehen doch recht cool aus und ja, die Musikuntermalung ist natürlich auch recht cool. Ich habe gehört, dass das hier so live eingespielt wurde oder so. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber macht auf jeden Fall einiges her. Ja, also die Grafik ist sehr gut, also beste Grafik, die Mario Kart je hatte. Okay, ist auch nicht schwer. In schönen 1080p bei 60 FPS, finde ich sehr gut. Okay, auf YouTube sieht man nur 30 FPS, aber egal. Auf jeden Fall sieht man selber 60 FPS, was ich sehr gut finde und auch sehr schön. Und die Grafik ist auch sehr, sehr schön und auch mit dem Live-Orchester, das stimmt auch. Also was du gesagt hast. Okay, gut. Puh. Ja. ja, auch sehr, sehr schön. Also, eine gute Idee. Also, man sieht schon, dass man ein paar Ideen eingebaut hat, auch mit dem Anti-Gravity. Ja, auch sehr schön, dass man, bevor man in diesen Anti-Gravity-Modus reingeht, da so ja ein blauer Streifen kommt und dann weiß man, okay, da ist man Anti-Gravity und dass man nicht einfach, dass man auch die Räder ein bisschen, ja, so dreht. Ich weiß nicht, wie man es jetzt genau sagen kann, aber du weißt, wie es meint, ja, ne? Genau. Dass man sowas macht. Finde ich auch sehr, sehr gut und auch eine schöne Idee. Was ich da auch noch loben muss, ist die Kameraführung. Da war ich am meisten skeptisch, ehrlich gesagt, nachdem ich bei Super Mario 3D World gesehen habe, wie die Kameraführung war. Und ich muss ehrlich sagen, die war schrecklich. Muss ich sagen, bin ich echt positiv überrascht. Zur Kameraführung könnte ich sagen, ich finde den Rückspiegel, ich weiß nicht, ob du den schon so ein bisschen verwendet hast, finde ich nicht ganz so gut, weil der ist ein bisschen sehr nah am Kart dran, dass man da nicht so viel sieht. Ach stimmt, okay, ja, das kann man auch sagen, ist wirklich nicht so gut anzusehen, aber ich habe das nicht so verwendet. Ich finde es auch persönlich auch ein bisschen blöd gedrückt, also wenn ich, also ich spiele mit dem Wii U Gamepad
Das ist ja bei mir, ich muss mal kurz gucken, bei mir, auf X. Und wenn du so mit A fährst, dann musst du ja oben schnell auf X drücken, das ist ein bisschen blöd. Aber das habe ich jetzt nicht so stark geachtet, aber wenn du es so siehst, dann... Schade, weil bei Mario Kart Wii fand ich die mit dem Rückspiegel sehr gut. Ja, ich auch. Und du hast gerade schon erwähnt, du fährst mit Gamepad jetzt. Nicht mehr mit Wii Wheel. Hast du ja sonst bei Mario Kart Wii gemacht. Ja, ich habe mich direkt an die neue Steuerung gewöhnt. Ah, okay. Ich hatte auch überlegt, erstmal mit Wii Wheel zu fahren, aber ich habe gesehen, dass ein bisschen die Steuerung geändert wurde, oder? Echt? Also... Ich weiß es nicht, es... Hast du vielleicht auf diesen kleinen Zettel geschaut, der dabei gelegt war? Ja. Weil da stand ja Driften auf 1, ne? Das fand ich auch ein bisschen, da war ich auch skeptisch, aber das geht auch auf B, also die Steuerung ist noch dieselbe. Okay, aber ich habe mich daran mittlerweile ganz gut gewöhnt und ich denke mal, dass man auch mal ab und zu auf Wii probieren kann, aber ich denke mal, größtenteils werde ich auf dem Gamepad spielen. Ja, passt. Es gibt ja auch für die Nunchuck-Fahrer wieder die Möglichkeit und... Ja, was ich, auch gut finde, ist die Steuerungsmöglichkeit, wo wir jetzt auch zum nächsten Themenpunkt gehen. Es gibt viele Steuerungsmöglichkeiten, wie wir schon angesprochen haben, Gamepad, was ich ja spiele, du ja mit Wii Wheel, Nunchuck, also das muss auch, auch positiv beachten, dass man sehr viele Möglichkeiten hat, überhaupt zu spielen. Genau, das ist insgesamt bei recht vielen Spielen im Nintendo-Bereich so, dass es meist eben auch Alternativen für Leute gibt, die jetzt nicht so auf die Bewegungssteuerung stehen. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, zum Beispiel, also, ich habe Leute gehört, die spielen mit dem Pro-Controller oder auch mit dem Classic-Controller, die ja noch von der Wii gibt und so. Nunchuck kann ich jetzt nicht wirklich gut spielen, aber naja, es gibt ja Leute, die können das sehr, sehr gut. Ja. Ja. Dann ja, nächster mal, Punkt. Ja, die Charaktere und die Fahrzeuge. Genau. Ja. Möchtest du was dazu erst sagen? Wenn du willst, dass ich den Vortritt habe, gerne. Ja. Und zwar wurde ja schon in manchen Trailern so ein bisschen was angekündigt. Und da gab es schon mal den ersten Schockmoment für mich. Also was diese, ich weiß gar nicht, wie hieß die nochmal, Gold Peach oder so? Rosa Gold Peach. Also was genau die da zu suchen hat, weiß ich jetzt nicht wirklich, weil das kommt ja auch in keinem Mario-Spiel vor. Es gibt ja auch Metall Mario. Das hat wenigstens noch einen kleinen Grund, dass es da, glaube ich, mal ein Item in Super Mario 64 gab. Aber finde ich halt extrem unnötig. Ich habe aber mitbekommen, dass Rosa Gold Peach mal ein bisschen gebraucht hat zu entwickeln. Ich habe 2-3 Jahre mal mitbekommen. Okay. Also, weiß ich auch nicht genau. Also, ich muss ehrlich sagen, Metal Mario mag ich irgendwie. Auch Rosa Gold Peach. Ich weiß nicht warum, aber ich mag den irgendwie. Ich mag die, sorry. Ich weiß nicht, also... Aber ich muss ehrlich sagen, die Charaktere, wie die, also die Grafik da zu den Charakteren, wie die da aussehen, finde ich sehr gut. Ja, das auf also jeden Fall. Also ich muss sagen, wer für mich so akzeptabel ist, Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Bowser, Donkey Kong, Wario, Waluigi. Wo ich auch erst gedacht habe, dass Waluigi gar nicht dabei ist. Habe ich erstmal gedacht. Ach so. Ich find's ein bisschen schade, dass Bowser Jr. nicht dabei ist, obwohl ja eigentlich alle anderen Koopalinge dabei sind. Ja, die Koopalinge finde ich sowieso am unnötigsten. Also, ich weiß nicht, was die da zu suchen haben. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so ein bisschen angucke, so Roy und Morton, die sehen ja so ähnlich aus. Ja, schon. Da hätte man dann vielleicht sich für einen entscheiden können, das ist schon richtig. Also ich muss ehrlich sagen, die Charakterwahl ist eher negativ zu achten. Also im Vergleich zu Mario Kart Wii ist die von Mario Kart Wii besser. Ja, finde ich auch. Aber ist nicht so schlimm, finde ich. Es kommt mit ja... wem fährst du denn hauptteils? Also größtenteils. Ich bin noch gar nicht so viel gefahren, deswegen weiß es nicht. Ich hatte immer bunt gemischt mit Yoshi, mit Iggy, mit Lemmy. Ich habe mal eben die Koopalinge durchprobiert und ist verschieden, aber mit den Koopalingen fahre ich doch ganz gerne, auch wenn ich jetzt trotzdem nicht so der Fan von den ganzen Typen bin. Also... So 2, 3 gibt's da, die ich mir ausgeguckt habe. Also ich fahre am liebsten eigentlich mit meiner Mii, Metal Mario und... Ja, und auch mal Rosa Gold Peach, also mit mehr fahre ich eigentlich gar nicht wirklich. Okay, Online-Modus werde ich wahrscheinlich auch variieren, ich habe auch in... Mein Let's Play auch variiert. Also ich werde schon wahrscheinlich mit allen fahren.
aber naja. Ich muss es aber ehrlich gesagt negativ erachten. Und wenn wir schon dabei sind, mit was fährst du denn lieber, mit den neuen Karts oder neuen Bikes? Also momentan fahre ich viel mit den Karts, muss ich ehrlich sagen. Also mit den Bikes fahre ich nicht so viel, weil ich habe es mit Bikes auch viel probiert. Ist ja auch ein bisschen anders. Also so zum Beispiel diese scharf driftenden Bikes. Genau, das Rennbike zum Beispiel. Genau, das ist ja ein bisschen anders als Vergleich zum dem Bike in der Wii Edition. Also ist für mich ein Unterschied. Also wenn man in der Wii Version reinlenkt, dann lenkt man ja sofort in die Kurve. Und da ist es etwas verzögert. Da geht man erstmal nach außen oder so, ne? Ja, das fand ich am Anfang auch extrem komisch. Mhm. Aber wenn man ein bisschen damit fährt, dann bekommt man das, denke ich, recht schnell auf die Reihe. Ich fahre jetzt eigentlich meistens mit dem Rennbike, weil, ja, ich erhoffe mir dann doch noch einen Vorteil so von dem leicht innendriftenden Dingensen-Zeug. Also ich fahre mit diesem Wiggler-Kart. Ich weiß nicht, ob das weiß, was ich meine. Ah doch, das habe ich auch schon online gesehen ein paar Mal. Ja, warte, ich kann mal gucken, wie das offiziell heißt. Ob ich den Namen hier finde. Ja, ist ja ein Quad. Ich glaube, das habe ich noch nicht freigeschaltet. Stimmt. Wilder Wiggler fahre ich mit immer. Mit dem Quad fahre ich auch ganz gerne. Das ist auch ganz cool. Ja. Also, ich habe, wenn wir dazu noch kurz kommen, wie viele Münzen hast du denn gesammelt? Das weiß ich gar nicht. Also, 750 habe ich, denke ich, schon. Die 1000 glaube ich noch nicht. Also, wie gesagt, ich bin noch nicht sonderlich viel gefahren. Okay, ich habe schon 1500, aber habe auch noch nicht alle. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man nicht jeder, wenn jetzt zum Beispiel 50 erreicht wird, jeder das gleiche kriegt. Das ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist so zufällig zugeteilt, was man so freischaltet. Ja, weil ich habe das zum Beispiel gesehen, manche haben schon 1000 und ich habe schon 1500. Die haben teilweise schon mehr Gleiter als ich. Ja, ich glaube, dass das Zufall ist. Sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber ich auch nicht. Ja. Wir können auch noch kurz auf die Items eingehen. Das haben wir auch nicht hier reingeschrieben. Stimmt, wir haben uns extra so eine ausführliche Liste gemacht, dass wir hier nicht rauskommen. Und dann vergessen wir die Hälfte. Ja, Items. Was sagst du dazu? Ja, es gibt ja neu die Super 8 oder wie auch immer die heißt. Mhm. Ist ja halt so Nachfolger von der 7. Wunder. Und was kam da eigentlich dazu? Die Münze, oder? Also es kam die Münze dazu, der Boomerangblume, Top-Piranha-Pflanze und nee, ich meine jetzt bei der 8. Ach so, die Münze. Das ist jetzt ein Item mehr, genau. Die Münze. Ja, fand ich schon in Mario Kart 7 jetzt nicht so überragend, aber da sie recht selten ist, kann man sich da mal drüber freuen. Und in Mario Kart 8 bringt die auch deutlich mehr, weil man dann auch Schutz-Items bzw. mehrere Items halten kann, was ja jetzt eigentlich nicht mehr geht. Ne, geht auch nicht mehr leider. Oder ich weiß nicht, kann man das jetzt wirklich negativ erachten? Also so für jetzt Anfänger ist das eher schwierig, aber für Pros ist es nicht so schlimm, würde ich eher sagen. Weil die Skiller, die wissen ja, wie man besser fährt. Ein Anfänger, ja, ich denke mal, wir halten zum Beispiel die Items, manche lassen die Items, oh Banane, lass mal fallen. Ja, stimmt. Wir können dazu zum Beispiel kein Red Shell dodgen. Also, was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass die Items, also, ein bisschen verteilt sind, weil ich habe mal gesehen, ich bin einmal Erster gewesen, bin ein bisschen weiter nach vorne gefahren, auf einmal hat er hinter mir einen Goldpilz gehabt. Ja, das ist auf jeden Fall, also die Itemverteilung wurde ja sowieso drastisch verändert. Ja. Dass man jetzt auch auf vorderen Plätzen mal 3 Pilze oder einen Stern ziehen kann, oder hinten auch mal einen Pilz oder eine Green Shell, muss man sich, denke ich, erstmal dran gewöhnen, weil man hat so von Mario Kart Wii eben eingebrannt, wenn man hinten ist, bekommt man sowieso die Über-Items und ja, vorne sowieso nur Käse. Ist jetzt ein bisschen anders. Was mich aber auch irgendwie ein bisschen aufregt, ist, dass man zu häufig die Münze bekommt. Vor allem auf den vorderen Plätzen. Zum Beispiel, was mir eigentlich auffällt, ist, dass die Gegner viel, viel bessere Items kriegen, also die Computergegner, als ich jetzt zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem zweiten bin, das war ich einmal die ganze Rennen, ich habe keine einzige Red Shell gekriegt. Bin ich mal Erster gewesen, der andere hat die ganze Zeit teilweise immer eine Red Shell gehabt. Also es ist ein bisschen scheiße aufgebaut und ich muss auch sagen, der Erste wird auch extremst benachteiligt.
Was ich leider auch da negativ erachten würde. Würde ich jetzt sagen. Ja, vor allem mir ist auch aufgefallen, irgendwie im ersten Item bekomme ich fast immer eine Münze. Das ist richtig krass. Ja. Ja, das stimmt auch. Also die ersten beiden meistens. Ja, also die ersten beiden Plätze. Die Red Shells sind eben auch viel effektiver geworden, weil man nur noch entweder eben eine Sache halten kann oder auch ab und an eben die Münze bekommt, dass man da gar nichts gegen machen kann. Aber nochmal zu den anderen Items. Den Boomerang. Ich weiß nicht, ich kann mit dem nicht so gut umgehen, aber generell ist es schon eine ganz coole Idee, würde ich meinen. Ja, auf jeden Fall. Also auch die Topfbrennerpflanze, wo man ja auch teilweise auch Speed bekommt, wenn man, wenn die nach vorne schlägt, da wird man ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gemerkt hast. Doch, die finde ich auch ganz cool. Ja, und die Superhube finde ich auch super, muss ich sagen, das als Item, dass man zum Beispiel einen Stachypanzer dodgen kann. Es ist aber nur ein bisschen ärgerlich, wenn jetzt zum Beispiel, was mir auch passiert ist, ich habe die Hupe gehabt, wollte sie halten, bis ein Stachypanzer kommt, kam Rachel, musste ich natürlich anzünden, dann später kam der Stachypanzer. Bei das der ist natürlich Ja. Sag du noch. Red du. Ist ein bisschen komisch, die bekommt man recht häufig im Mittelfeld. Und ach, das wäre noch ein weiterer Punkt, egal. Auf jeden Fall ist es manchmal so, dass man dann einfach keinen Gegner um sich rum hat, den man damit treffen könnte. Und dann ist es sozusagen nutzlos und man muss es einfach rausbannen, weil es in der Situation eben nichts bringt. Das ist dann ein bisschen ärgerlich, weil, naja. Also so als kleines Fazit am Ende, die Itemverteilung kann man eher, sag mal, manche finden es gut, manche finden es schlecht, ich würde es eher im Mittelmaß sagen. Also es gibt so gute Sachen zum Beispiel, die so gut sind, aber muss man ein bisschen ändern, zum Beispiel mit der Münze und so, also die Verteilung so ein bisschen, muss man ein bisschen verbessern. Ja. Aber ansonsten ist es, ja. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht noch irgendwas dran ändern könnten, so, weil mit der Wii U kann man ja Patches und so weiter bringen. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich so eine komplette Itemverteilung umgestellt werden würde. Ich glaube, also das denke ich mal wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, wenn so ein Glitch kommt, wie damals bei der Mario Kart 7, wenn so ein extremer Glitch kommt, dann kann man, denke ich mal, das patchen. Aber ich denke mal, für Items muss man das nicht patchen, weil ich denke, es gibt auch viele, die finden es auch sehr gut mit der Verteilung. Aber ich finde es jetzt Mittelmaß. Also ich finde es jetzt nicht ganz schlecht, weil es ist eigentlich eine gute Idee, auch ein guter Ansatz, auch ein neuer Ansatz. Und das muss man jetzt auch nicht so krass schlecht reden, würde ich mal sagen. Ja. So, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar zum Spielmodus. Genau, da gibt's ja die verschiedenen klassischen, die man so kennt. Offline-Modus, Zeitfahren, Wettkampf und natürlich den Online-Modus. Und ja, erstmal zum Offline-Modus. Was ist dir da denn so aufgefallen? Was wäre so ein Punkt, wo du sagst, jo, das ist krass, oder... Das den gefällt Offline mir nicht so. Genau. Den Offline-Modus? Ja. Also ich muss sagen, ich finde den Grand Prix-Modus, ja, ist ja eigentlich nichts Neues. Ist ja eigentlich das gleiche, fährst die Cups und so. Obwohl da was ein Unterschied ist. Und zwar muss ja nur die 150er-Klasse spielen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Ja, ist es schon. Leider. Erst nachdem ich die 50 CCM durch hatte. Wie bei mir auch. dass man die 150er-Klasse, wenn man die spielt, die 8 Cups und die alle 3 Sterne hat, hat man auch auf dem 100er und auf dem 50er auch die 3 Sterne. Und dadurch, da schaltet man ja auch natürlich den Spiegelmodus frei. Also du musst quasi zweimal die Modus spielen. Einmal im 150er und einmal im Spiegelmodus. Aber ich muss sagen, ich habe es auch im 50er gemacht. Ja. aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich würde es auch empfehlen, also ist so meine Empfehlung, ich würde eher den 50er anfangen, einfach so als kleiner Einstieg, weil das ist ja der leichteste Modus, da kommst du auch ein bisschen rein, lernst so ein bisschen die Strecken kennen, würde ich machen. Und danach direkt in den 150er, so habe ich das gemacht. Also den 100 habe ich nie gespielt, wirklich. Ich auch nicht. Und den Spiegel, also das finde ich ganz gut, muss ich sagen, gefällt mir. Und die 3 Sterne sind jetzt auch viel einfacher, man muss einfach nur 60 Punkte haben, dann reicht das schon. Weil bei Mario Kart Wii war es ja teilweise unmöglich, weil du hast teilweise 60 Punkte gehabt, dann hast du vielleicht auch einen 1 Sterne reingekriegt, vielleicht auch sogar einen 2 Sterne rein. Aber wenn du so gut warst, dann musst du ja mega Skill haben, um die 3 Sterne zu kriegen. Ja, schon ein bisschen. Also ich finde es gut, wie man es aufgebaut hat. Also man hat es etwas vereinfacht,
ist nicht ganz einfach für mich, also zumindest wie in den 150ern. Ich habe, glaube ich, jetzt nur in 5 Cups, also jetzt die 150er und Spiegel, 5 Cups, die 3 Sterne. Und bei den restlichen 50ern habe ich nur einen Stern oder 2 Sterne. Ja, also ist immer noch schwierig, aber ich finde es gut, dass man nur die 60 Punkte braucht. Alles andere ist unwichtig, egal wie oft man runtergefallen ist, egal wie viel man geowned wurde. Das zählt alles nicht dazu. Auch die Zeit spielt auch keine Rolle, was auch aufgefallen ist, dass man keine Zeitangabe mehr hat. Stimmt. Das finde ich aber irgendwie nicht so gut. Also die hätte ich echt gerne noch in der Ecke. Ja, muss ich auch sagen. Was mir aber auch gut gefallen hätte, wäre so eine KMH-Anzeige, die wir bei Custom Tracks hatten zum Beispiel. Ja, stimmt. Aber also die hätte mir auch noch gut gefallen. Die wollten vielleicht einfach nicht so den Bildschirm so voll hauen. Aber hätte man theoretisch noch aufs Gamepad machen können vielleicht. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, das Problem ist ja, es gucken ja nicht viele aufs Gamepad. Es gibt ja Leute, die spielen ja nur auf der Wii U, auf den Wii Wheel. Ja, ich schaue zum Beispiel gar nicht aufs Gamepad. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Also, ich find's gut, den Grand Prix Modus. Also, ich kann es eher positiv erachten. Noch zu den CPUs, da ist mir nämlich aufgefallen, dass die doch einigermaßen stark wurden, weil immer wenn man in den Rückspiegel schaut, sind die wirklich in der Kurve direkt hinter einem. Das ist krass. Dadurch kommen natürlich auch wieder ein paar Betrugsmomente zustande, wie man die kennt. Kurz vorm Ziel eine blaue und man wird dann doch nur Vierter oder so. Aber ja, das gehört ja auch dazu irgendwie. Ja, das stimmt schon. Und ein bisschen, ich würde es ein bisschen wünschen, dass es nicht so krass getrimmt wird. Also dass man ein bisschen lockerer macht. Aber nur ein bisschen. Nicht ganz krass, ne? Also so macht es ja auch keinen Spaß, weil ich bin da schon ein bisschen ausgerastet, aber das ist ja ganz normal, das ist ja Mario Kart, aber ich find's ein bisschen nicht so krass, weil zum Beispiel jetzt, ganz ehrlich, in der letzten Kurve ist ja auch irgendwo scheiße, oder? In der letzten Kurve so eine Scheiße zu kriegen, das ist ja ein bisschen scheiße. Wenn man so eine zweiten Runde so ein bisschen abkriegt oder Anfang der letzten Runde oder so Mitte der letzten Runde, ist es ja noch ganz okay, aber in der letzten Kurve oder kurz vom letzten Teil, das würde ich nicht so positiv sagen, aber naja, ist jetzt nur so auf Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen, dass die CPUs auch ein bisschen schlauer geworden sind. Die nehmen auch ab und an mal so eine kleine Abkürzung und Backspam finde ich auch deutlich besser. Da liegt dann mal eine Banane auf einer Rampe drauf, dass wenn man da reinfährt, dass man dann runterfällt oder so. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe mich am Anfang erstmal gewundert, waren die auch SCs und so? Also Shortcuts? Aber finde ich gut, muss ich sagen. Finde ich echt gut, also bin gespannt, also wie lange ich brauche für die 3 Sterne. Ich denke, ich mal wird auch ein Video machen, wo ich zeige, hey, ich habe die 3 Sterne. Aber jetzt gehen wir mal zum nächsten Modus. Ich denke mal, Grand Prix haben wir jetzt ausgiebig besprochen. Auf jeden Fall müsst ihr nur den 150er und den Spiegelmodus fahren. Als 50er würde ich euch empfehlen als Einstieg. Mehr, denke ich mal, müssen wir jetzt nicht sagen. Okay, dann zum Zeitfahren. Ich denke mal, du hast es gut getestet. Kannst du ja mal ein bisschen nicht erzählen. Nicht wirklich. Ich habe erst auf einer Strecke mal Zeitfahren gemacht, um zu schauen, ob da auch die 3 Pilze um einen so herumschwören. War aber, glaube ich, nicht der Fall, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Zeitfahrmodus kann ich jetzt, wie gesagt, nichts zu sagen. Wird da wenigstens die Zeit eingeblendet? Ich denke mal schon. Ja, also ich auch. Also ich würde sagen, dass es eingeblendet wird. Muss eingeblendet zumindest werden. Zumindest die Rundenzeit. Ja, weil es macht keinen Sinn, weil wo machst du dann Zeitfahren, wenn da nicht gezeigt wird, wie zu schnell du warst? Weil es gibt ja, weil ich würde es eher machen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt gut fährst, versuchst einen Weltrekord zu knacken, dann machst du einen Fehler und dann siehst du, eine Zeit könnte ich noch schaffen oder nicht, weil man kann es ja ein bisschen ausrechnen, ob man es schaffen kann oder nicht und dann kann man ja neu starten direkt. Also ich denke mal schon, ist halt ein guter Modus, ist auch für mich so ein Modus, wo ich auch mal ein bisschen die Strecken auch genauer anschauen kann. Also finde ich schön, dass man es eingebracht hat. Aber für mich fehlen zum Anreiz, hier Zeitfahren zu machen, noch so ein paar Abkürzungen, die man wahrscheinlich erst entdecken muss, die ein bisschen interessant sind, schwierig zu nehmen sind oder so. Da gab es ja in Mario Kart Wii eine ganze Menge Beispiele, zum Beispiel auf Bowser's Festung 3, sowas in der Richtung. Ja, zum Beispiel für mich noch aufgewertet. Ja genau, also, dass man die dann einfach ein bisschen geübt hat immer so. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich habe schon einen Shortcut entdeckt bisher. Also jetzt so, den man jetzt nicht einen Computergegner nehmen würde. Für mich ist so ein Shortcut jetzt mittlerweile so, was Computergegner nicht nehmen würden. Also ich glaube nicht, dass ein Computergegner hier den GBA Bowser's Festung 3 Shortcut versuchen würde.
Nee, also jetzt nicht so, wo man jetzt einfach mal durchs Offroad fährt. Zum Beispiel jetzt, ich habe bei Rainbow Road, ich weiß nicht, kennst du die Abkürzung vom... doch, ich glaube, die kenne ich. Ja, die fahre ich jetzt auch jetzt runter. Ich weiß jetzt nicht, ob die so viel bringt, aber es ist zumindest ein Shortcut. Ich denke mal, mit Pilz ist hier effektiver. Ist alles okay bei dir? Ja, mir ist nur gerade ein Stift runtergefallen. Alles also, in Ordnung. Gut, ich dachte, du bist runtergefallen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall für mich die Zeit vom Modus ganz interessant und die Shortcuts kommen auch ein bisschen später. Bei Mario Kart Wii, ich glaube nicht, dass man 2009 direkt nach 2 Wochen schon die Shortcuts gefunden hat. Also es dauert nach einer Zeit. Zum Beispiel kann man sagen, zum Beispiel letztes Jahr hat man den Blätterwald-Glitch gefunden. Genau, das hat also, ja auch lange auf sich warten lassen. Ja, genau. Also ich würde da eher ein bisschen warten. Ich bin gespannt, was für Glitches es gibt, was für Shortcuts es gibt. Bin ich sehr gespannt und freue mich auch ein bisschen. Und bin mal gespannt, welcher Shortcut mir dazu bringt, diese Strecke aufzuwerten. Weil zum Beispiel bei GBA Bowser's Festung 3, das fand ich ganz so lala und danach fand ich die ganz gut und war auch einer meiner Lieblingsstrecken. Ja. Ja, dann zum, genau. Ja, zum Versus-Modus, ja, das muss man jetzt eigentlich nicht so viel sagen, ist ja eigentlich nur ein Spiel, wo du halt gegen Computergegner jede beliebige Strecke auswählen kannst und mehr auch im Mehrspieler-Modus spielen kann. Genau, zum Grand Prix-Modus, das ist mir auch noch was, haben wir auch noch vergessen. Du kannst mit deinem Bruder oder Schwester oder Freunden zusammenspielen und kannst da auch versuchen, die 3 Sterne zu holen. Ah, echt? Ja, also wenn du jetzt mit deinem Bruder jetzt spielst, ne, dann kann dein Bruder dir quasi helfen, dass du die 3 Sterne kriegst, wenn du dauernd Erster bleibst. Das wusste ich noch gar nicht. Habe ich wieder was gelernt. Ja, jetzt nochmal kurz zurück zum Wettkampfmodus. Der findet ja jetzt auf den normalen Strecken statt. Ja. Was hältst du denn davon? Weil ich muss sagen, ich habe bisher erst eine Runde gespielt, aber auf der ist jetzt nicht so viel passiert, weil ja die Leute eben doch recht weit verteilt waren. Also der Sinn des Wettkampfs ist ja, also es heißt ja offiziell Schlacht, und ist nicht in Kampfkursen, wie jetzt zum Beispiel bei der Wii-Version. Es ist eher so dazu gedacht, dass man auch die Strecken mal ein bisschen zurückfährt, auch mal was ausprobieren kann, so ist es gedacht. Von dem, ich muss aber sagen, wo ich anfangs mich ein bisschen gefreut habe, ich halte davon nicht so viel. Also mir hat es immer sehr gut gefallen, wenn man so spezielle Kampfkurse hat, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte davon ein bisschen mehr erwartet, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe das auch aufgenommen, wird auch in ein paar Tagen irgendwann kommen. Aber so wirklich positiv bin ich jetzt auch nicht davon überzeugt. Also krass positiv. Ja. Wo ich sagen würde, oh, das mega Update, deswegen spiele ich, weißt du, so. Ja, finde ich auch nicht. Also, aber ich ist ganz nett, ist nett gemacht, auf jeden Fall, aber nicht so, weißt du. Den Wettkampfmodus fand ich jetzt in den neueren Mario Kart Teilen sowieso nicht mehr so interessant. Bei Double Dash und DS habe ich die noch ziemlich gesuchtet, aber... Na, bei Double Dash habe ich die noch nicht gespielt, bei DS habe ich die gespielt, die fand ich geil, da gab es doch, glaube ich, auch Ziele, ne? Bei DS. Irgendwie so Ziele, dass man, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwie Ziele, dass man irgendwas machen muss, so Aufgaben. Ach so, das war aber wieder ein anderer Spielmodus, das war der Missionsmodus. Ach so, ja, genau. Sowas in der Art könnte man natürlich auch mal wieder machen. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, den Schlachtmodus kann man negativ erachten. Ja, aber... Aber finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ja, werde ich mal ab und zu mal bringen, aber nicht so ganz krass werde ich es auch nicht bringen, denke ich mal. Ja, wir können noch eine Sache kurz ansprechen, und zwar, was auch ganz neu ist, das Mario Kart TV. Oh, da hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt, dazu weiß ich jetzt irgendwie so ziemlich gar nichts. Ist das die Funktion, dass man die Highlights und so weiter hochladen kann und so? Genau. Ah. Ja, es soll auch bald eine App geben dafür. Also Mario Kart TV App. Und du kannst die Videos jetzt auf YouTube hochladen. Eigentlich eine ganz schöne Sache, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, ob alle Rennen gespeichert sind, aber ich denke mal schon. Zum Beispiel, wenn du irgendein geiles Rennen gemacht hast oder ein SC schon ausprobiert hast, den du noch nie geschafft hast, zum Beispiel jetzt. Ich gebe mal ein gutes Beispiel, der Wii-Version wäre es hilfreich gewesen, zum Beispiel der von DK Bergland, dieser Shortcut da durch diesen Zaun da, du weißt ja, welchen ich meine, ja, oder? Den, wenn du den zum Beispiel einmal in deinem Leben geschafft hast,
dann hast du es ja quasi ja schon aufgenommen und kannst es dann vielleicht irgendwann mal zeigen, weißt du? Ja. Und dann hochladen, dass du es den mal gemacht hast. Da musst du nicht extra im Video 5000 Mal versuchen. Also das muss ich sagen, finde ich ganz gut. Vor allem ist es ja auch eine Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht irgendwie so Aufnahmeprogramme und sowas haben. Genau. Auf jeden Fall, also zum Beispiel brauchst du jetzt kein Elgato oder HDBVR, also hast es direkt auf dem MyCard-TV, kannst noch ein bisschen bearbeiten, auf YouTube hochladen und dann hast du es. Ja. Ja, das war jetzt MyCard-TV. jetzt, ja, eigentlich so den größten Highlight, nicht Highlight, keine Ahnung, zu den Strecken. Ja. Und ich denke mal, wir fangen mal mit den neuen Cups an, danach mit den alten Cups, oder willst du es andersrum machen? Ist mir vollkommen egal, du hast die Liste. Okay, dann machen wir mit den neuen Cups, die auch als Nitro-Strecken genannt werden. Komisch, aber egal. Ja, der Pilz-Cup. Mit den Strecken Mario Kart Stadion, Wasserpark, Zuckersüßer Canyon und Steinblock Ruinen. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein ganz guter Start. Man hat natürlich so eine klassische Marios Piste so zu Anfang. Kann man mitnehmen, die finde ich jetzt auch nicht, also deutlich interessanter als zum Beispiel Luigi's Piste. Ansonsten Zuckersüßer Canyon, Steinblock Ruinen sind auch beides recht schöne Strecken und den Wasserpark, da hat man eben die Wasser-Bla-Funktion gut eingebaut. Den mag ich eigentlich auch, also kann man echt nicht meckern. Ja, also meine Meinung, Mario Kart Stadion für mich eine super Einsteigerstrecke. Ich würde mal jetzt einen Vergleich ziehen, zum Beispiel jetzt die von, ich weiß nicht, ob das auch eine Einsteigerstrecke war, aber die von DS da, diese Achter. Weißt du, welche ich meine? Ja. Die zum Beispiel, die wir auch im Custom Tracks gespielt haben. Also ich muss sagen, ich finde die auch super als Strecke und auch, dass man da auch mit dem Anti-Gravity ein bisschen eingebunden wird. Also für mich ist ja der Pilz Cup so ein bisschen der Einsteiger für die ganzen Neuerungen. Für mich persönlich so. Ja. Zum Beispiel bei Mario Kart Wii war ja auch mit den Stunts so, zum Beispiel Pilzschluch war für mich eine super Strecke, um diese Stunts zu üben, weil du halt so viele Möglichkeiten hast, wie auf keiner Strecke eigentlich so wirklich als Einsteiger. Ja. Wo du auch mal runterfällst und dann auch mal probieren kannst und so weiter. Ja, also auf jeden Fall auch ein schöner Cup. Also ich kann nicht meckern, die Grafik ist auch wunderschön und ich finde den Cup einfach super und ich mag den. Also ist selten, dass der Pilz Cup so ein super Cup ist, aber diesmal schon, ja, würde ich sagen. Wollen wir jetzt echt jeden Cup durchgehen oder wollen wir es uns ein bisschen kürzer fassen? Ja, versuchen wir es kürzer zu fassen, oder? Genau, so einfach so neue Strecken, Retro-Strecken. Ich denke mal so, der Pilz Cup ist ja so, wo man eigentlich am meisten diskutieren kann, weil es ja eigentlich so der Einsteiger-Cup ist. Danach ist ja eigentlich nur so wichtig, so ein bisschen die Meinung, vielleicht ein großes Highlight und so. Ja. Aber mehr jetzt auch nicht so groß. Auf jeden Fall der Blumencup. Mit den Strecken Marios Piste, Toads Hafenstadt, Gruselwilder und Scheigeis Wasserfälle. Meiner Meinung nach Marios Piste eine gute Strecke. Auch eine 8. Auch, dass man das Schloss verkehrt rum sieht, finde ich cool. Toads Hafenstadt finde ich auch gut. Erinnert mich ein bisschen an Lego City Undercover, obwohl es nicht wirklich so ist. Ich weiß, hast du auch vielleicht so gedacht? Ich weiß nicht. Aber ich kenne so das Spiel nicht, deswegen nicht. Also, ja, hat mich so ein bisschen dran erinnert, ist aber nicht von dem Spiel leider. Und Gruselwilder auch ganz nett. Und Scheigers Wasserfälle auch super. Scheigers Wasserfälle ist mir aufgefallen, kommt auch online recht häufig dran, glaube ich. Also zumindest bei mir. Scheint deswegen allgemein beliebt zu sein. Das stimmt. Also ich habe auch schon bei meinem Kumpel gelesen, das sei seine Lieblingsstrecke. Also das ist ganz cool. Also die neuen Strecken kann man eigentlich nicht so viel meckern, muss man sagen. Deine Meinung zu den ganzen Strecken? Ja. Ich habe jetzt wirklich gar keine Strecke in dem Spiel, die ich abgrundtief hasse. Also vor allem eben bei den neuen Strecken gibt es jetzt nichts, was ich so mega schlecht finde. Was durchaus von Vorteil ist. Also ja. Ja, der Sterncup mit Sonnenflughafen, eine schöne Strecke, eine wirklich sehr, sehr schöne Strecke. Also, die gefällt mir richtig gut. Delfinlagune, habe ich schon bei einem gelesen, sei seine Hassstrecke, aber ich finde die eigentlich ganz schön. Ja. Muss ich sagen, gefällt mir auch schöne Ideen. Discodrom erinnert mich ein bisschen an die Instrumentalpiste, muss ich sagen. Stimmt. Ist vielleicht auch irgendwie ein Nachfolger dafür. Naja, ich weiß nicht. Das kann sein. Es gibt ja auch die Instrumentalpiste. Und Marios Abfahrt mit der Besonderheit mit den Abteilungen, dass man von Mario Kart 7 gebracht hat, finde ich auch ganz schön. Erinnert mich auch irgendwie ein bisschen an
Wie hieß die Strecke? Die Keishikane? Genau. Die erinnert mich ein bisschen, also nicht so krass, aber ein bisschen so, weißt du? Ja, Wario-Abfahrt ist auf jeden Fall eines meiner Highlights, so von den Strecken her. Allein schon mit den, weil da hast du auch diese verschiedenen Wege und eine Abteilung. Also, schöner geht's nicht. Hast nicht dreimal die gleiche Scheiße, sondern, immer was Neues. Immer frischen Wind. Genau. Und dann zum Special Cup. Wolkenstraße, Knochentrocken, Dünen, Bowsers Festung, Regenbogen Boulevard. Wolkenstraße, eine super Strecke. Auch einer meiner Lieblinge, muss ich sagen. Also, die finde ich so schön gemacht. Knochentrocken, Dünen mag ich auch. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Also, ich mag die. Also, ist designtechnisch ganz gut, aber ich habe da so viel Pech. Das ist so unglaublich. Ich verkacke da manchmal immer an der letzten Stelle. Das ist so unnormal. Also, ja, mögen, aber mal sehen, wie lange. Am Anfang habe ich die Hammergeil gefunden und jetzt noch mag ich so ein bisschen, aber mal sehen. Bowsers Festung, richtig geil. Also, richtig geil. Ich habe erstmal gedacht, ist so wie der Wii-Teil, aber das ist ja ganz anders. Hat ein bisschen Ähnlichkeiten vielleicht, aber auch nur minimal. Ich meine, Bowsers Festung ist halt Bowsers Festung, aber ist schon was anderes. Aber super gemacht auf jeden Fall. Auch wenn ich sagen muss, ich fand Bowsers Castle von der Wii besser, aber ich kann jetzt auch keine wirklichen Gründe dafür nennen. Das ist einfach irgendwie in meinem Kopf so verankert. Aber also ich finde sie trotzdem ziemlich cool. Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall die Wii-Version, also die Strecke ganz gut. Die von der Wii finde ich auch nicht so schlecht, aber die finde ich einfach besser und Hammer. Ja, der Bowser, der auf die Strecke schlägt, hat schon Stil. Auch eine schöne Textur. So, und dann die letzte Strecke, worauf ich eigentlich am meisten gespannt war, leider aber auch enttäuscht bin ein bisschen mittlerweile, die Regenbogen Boulevard, weil erstens ist sie mir ein bisschen kurz, könnte noch ein bisschen besser sein können, so meiner Meinung nach. Ja, bin ich auch nicht so der Fan von, weil die hebt sich so ein bisschen ab von den klassischen, ich sag mal, klassischen Regenbogen-Boulevards. Die waren ja immer so, ich weiß nicht, die hatten irgendwas an sich, was sie halt zu Regenbogen-Boulevard gemacht hat, und die ist jetzt so modernisiert worden, finde ich. Die Anti-Gravity finde ich ja auch schön eingebaut, ne? Für mich auch geil gewesen, wenn es die ganze Zeit Anti-Gravity wäre auch zum Beispiel schön, oder auch Abteilung oder so, aber ja, die ist jetzt nicht so meins, weißt du, also die von der Wii fand ich richtig cool, also die habe ich immer gern gefahren, Mario Kart 7 fand ich die auch schön gemacht, so auch ein bisschen realistisch, dass man wirklich im Universum war, also ist leider ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, dann zum Panzer Cup, mit der ersten Strecke, die wir beide ja sehr gut kennen, die Kumu-Weide, Marius Piste, Schiebschiebstrand und Toads Achterbahn. Für mich ein sehr geiler Cup. Also ja, kann ich zustimmen, weil der enthält auch meine Lieblingsstrecke in dem Spiel, ja. Und zwar der ist Schiebschiebstrand. Die habe ich schon auf dem DS gefeiert und die sieht einfach so gut aus in dem Spiel. Das ist der schiere Wahnsinn. Ja, Schiebschiebstrand auf jeden Fall super. Ist das wirklich die Strecke? Weil die so modernisiert wurde, als ich beim DS mal geguckt habe. Die sah einfach so gut aus. Ich konnte es selbst nicht glauben. Kumu-Weide fand ich auch hammergeil. Also die Strecke war sehr, sehr schön gemacht. Marius Piste fand ich als schönen Highlight, dass man auch die Anti-Gravity reingebaut hat. Und Toads Autobahn. Finde ich auch gut. Ich habe die mir aber erstmal gedacht, Alter, das ist Hölle. Weil als ich die bei der Wii-Version gesehen habe, ne? Oder als wir Custom Track gespielt haben, ne? Ich glaube, wir wurden so oft geohnt, das war unnormal. Ja, das war echt unnormal. Also, die haben versucht, noch was Schönes draus zu machen. Das kann man ihnen nicht verwehren, aber bin ich trotzdem nicht so der Fan von. Also, für mich ist und bleibt die so eine Autostrecke, die langweilig und nervig ist. Ja, ich finde die mittlerweile besser. Also, ich finde sie gut. Also, mir gefällt sie. Ich kann sie nicht so krass erklären, aber, weißt du? So, dann zum schöne Überleitung, Bananencup. die Straubtrockene Ruine, Donutsebene 3, Königliche Rennpiste und DK Dschungel. Deine Meinung? Die Staubtrockene Ruine, ja,
Wüste, sorry. Wüste, Entschuldigung, auch von meiner Seite. Ich fall da immer wieder drauf rein. Ja. Finde ich eine der langweiligsten Strecken. Es gibt da am Ende eben den neu eingebauten Unterwasserteil, aber der ist ja auch nicht wirklich lang. Finde ich jetzt nicht so interessant. Aber ich muss sagen, bei der Donut-Ebene war ich unglaublich überrascht, weil das ist ja jetzt wirklich schon eine alte Strecke eigentlich, aber die sieht durch die Pfützen, die auf der Strecke sind, einfach mega gut aus, weil die so spiegeln, und da war ich echt sehr positiv überrascht. Hat ja auch ein paar Passagen bekommen, wo man unter Wasser theoretisch fahren kann. Macht auf jeden Fall was her. Und die anderen beiden? Königliche Rennpiste und DK Dschungel? Bei Königliche Rennpiste finde ich es natürlich schade, dass man nicht mehr zum Schloss fahren kann. Ich meine, eigentlich ist es ja unnötig, aber es ist einfach so ein lustiges Feature, und DK Dschungel finde ich extrem gut. Sieht auch wieder richtig gut aus, war auch eine super Strecke auf dem 3DS und kann man nicht meckern. Ja, kurz, Staubdruckenwiese, ich finde sie ganz okay eigentlich. Also ich finde es schön, dass man es modernisiert hat, auch diese ovale Passage da, also mit dem Wasser da, finde ich cool, muss ich sagen, gefällt mir. Also ich finde es jetzt nicht so langweilig, ich mag die Strecke, muss ich sagen. Donut-Ebene 3 auch super, auch sehr realistisch gemacht, also beeindruckend, was sie aus so einer alten Strecke rausgeholt haben. Die königliche Rennpiste, ja, geht eigentlich. Also ich finde es jetzt nicht so scheiße, sagen wir mal, aber ich finde es jetzt auch nicht so mega geil, weißt du? Ja. Und die ist Dschungel. Halt da. Und DK Dschungel, einfach der Hammer. Ich mag die Strecke. Ich habe die auf den 3DS gemocht und hier auch. Und dass man die Anti-Gravity-Passage am Ende eingebaut hat, einfach der Hammer. Ist wirklich der Hammer, die Strecke. Na gut, zum Blood Cup. Die mit Varius Arena, Sorbetland, Instrumentalpiste und den Yoshi-Teil ausgestattet wird. Find ich eigentlich alle klar so. Vario Arena ist sowieso auf dem DS auch schon super gewesen. Fand ich hier auch wieder super. Was waren die anderen jetzt noch? Sorbetland oder Sorbiland, stimmt, so heißt sie auf Deutsch. Feiere ich auch total. Und da gibt's ja jetzt auch wieder hier neue Wege mit Unterwasser und so weiter. Da hat man sich echt Mühe mitgegeben. Ja, Yoshi-Tal. Da bin ich mir noch selbst noch nicht so sicher, was da der beste Weg ist, aber wird man mit der Zeit bestimmt herausfinden. Ist auch gut gelungen und ja. Wie bitte? Die Instrumentalpiste. Ach stimmt, die gab's ja auch noch. ist von der Idee her extrem cool, aber fand ich auch auf dem 3DS irgendwie nicht so toll. Die kann mich irgendwie nicht fesseln. Ich kann dir aber nicht sagen, wieso. Also Varius Arena mochte ich jetzt nicht wirklich auf dem DS, auf diesem Spiel schon eher, allein durch diese Passage da mit dem Anti-Gravity, finde ich cool gemacht. Schönes Design. Sorbetland war auf Double Dash einer meiner Hassstrecken und jetzt einfach nur geil, was die da gemacht haben, wie viele Wege man hat ja nicht mehr so viele Möglichkeiten runterzufallen, weil man diese Unterwasserpassage eingebaut hat. Also finde ich super, die Instrumentalpiste. Ich höre schon sehr oft, dass sie nicht so gut ist. Also höre ich von vielen, dass sie nicht so gut sei. Aber ich finde die ganz gut. Also ich mag die eigentlich. Yoshi-Tal, muss ich sagen, würde ich eher negativ ein bisschen achten, dass man nicht mehr weiß, welche Platzierungen es gibt. Also, weil das war ja diese Besonderheit, dass man, wenn man in diesem Labyrinth ist, nicht wusste, welcher Platz man war. Ach so. Ja, das war die Besonderheit. Die fehlt ein bisschen. Ist leider schade, aber na, kann man nichts machen. Ja. Dann gehen wir zum letzten Cup. Und zwar zum Blitzcup mit Tic-Tac-Trauma, der Röhrenraserei, Vulkankrollen und dem Regenbogen-Boulevard von dem N64. Ja, der Blitzcup. Der Blitzcup soll einem, ja, Achtung, jetzt kommt ein Wortspiel, nochmal so richtig flashen. Boah, der war gut, oder? Weil Flash, Licht, Blitz und so. gelingt ihm auch zu großen Teilen. Einzige nicht so tolle Strecke, meiner Meinung nach, ist die Röhrenraserei. Weil ich finde die am Ende ein bisschen lackbasierend. Ich finde die nicht mehr so lackbasiert, wie es auf Mario Kart 7 war, aber wenn man da am Ende Pilz hat, dann kann man da doch noch extrem gut abkürzen und
insgesamt mag ich die einfach nicht so. Kein Grund, keine Sache. Regenbogenboulevard vom N64. Es sieht auf jeden Fall extrem cool aus, ist ja auch eine Abschnittsstrecke. Zwei Runden würde man darauf nicht brauchen, eine kann man auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Was waren die anderen beiden Strecken nochmal an? Vulkankrollen und Tic-Tac-Trauma. Ja, Tic-Tac-Trauma war tatsächlich die einzige Strecke, die ich auf dem DS sogar im Zeitfahren gefahren bin, weil ich die gefeiert habe. Sieht auf jeden Fall zu großen Teilen wieder gut aus, eben wie im Uhrwerk, also durchaus interesting. Und Vulkankrollen, ja, sieht auch einfach nur gut aus und feier ich. Hey. Ja. Ja. Zur Meinung zur Röhrenraser, ich fand die auf dem Mario Kart 7 super. Hier finde ich es auch sehr schön, auch mit Runic Gravity, dass man doch ein bisschen tiefer gemacht hat, wenn man jetzt aus diesem Unterwasser rauskommt, was ja bei dem anderen Teil, also bei Mario Kart 7 nicht so wirklich der Fall war, was ja auch für mich ein bisschen unrealistisch war. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also ich mag die, auch wenn die wirklich auch lackbasierend ist, aber nur gut. Kann man halt nichts machen, muss ich mal sagen, weil die war auf Mario Kart 7 auch so, hier auch noch der Fall. Tic-Tac-Trauma, wie eben du, habe ich auch gefeiert auf dem DS. Hier finde ich sie auch cool. Gefällt sie auch schönes Design und dass man das auch alles eingebaut hat. Ich glaube, Anti-Gravity wurde auch eingebaut, oder? Nee, oder? Das eingebaut? Glaube nicht, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß es nicht, also kann sein, bin jetzt sicher. Dann auf Vulkangrollen, eine schöne Strecke, ich hoffe mal, der Glitch entwertet den nicht. Also ich hoffe mal, da findet man keinen Glitch. Ich habe tatsächlich fast direkt ausprobiert, den Lava-Glitch SC bzw. den Rockhop zu ziehen, aber da wird man vorzeitig von Lakito wieder wegtransportiert. Den hätten sie wegen mir drin lassen können. Ja, ich glaube, das ist nicht mehr so möglich mit so einer Art Glitch. Ich glaube es nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Dann Regenbogenboulevard, auch eine schöne Strecke, dass man Abschnitt gemacht hat, weil auf den N64 war die ja mega lang und hier hat man es dann gekürzt und hat einen Abschnitt gemacht, Anti-Gravity eingebaut, auch eine super Strecke, für mich ein gelungener Cup. Also man kann sagen, momentan haben wir noch keine wirkliche Hassstrecke. Es gibt ein paar Strecken, die leider ein bisschen enttäuschend waren, aber jetzt so sagen wir, richtig scheiße waren die ja nicht und sind ja alle auch super designt. Ja. Von Grund auf gute Streckenwahl. Ja, dann kommen wir mal zum letzten, vorletzten Teil und zwar, wo wir beide, denke ich mal, am meisten in den nächsten Jahren drin sein werden und zwar der Online-Modus. Ja. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ist eigentlich ja, egal. Ja, ich fange an und dann machst du das nächste Teil, machst du dann halt als Anfang. Aber okay. Ja, auf jeden Fall hat man ja dieses Punktesystem bisher mit Mario Kart Wii und Mario Kart 7 vereint, also dass man das Mario Kart 7 Punktesystem geholt hat und bei Mario Kart Wii ja die 9999, weil bei Mario Kart 7 gab es ja kein Limit, man konnte auf einmal 12.000 Punkte haben oder so, ich weiß nicht, dass man da auch ein Limit gesetzt hat, finde ich ganz gut, dass man diese beiden Sachen so quasi vereint hat, finde ich sehr gut, gefällt mir auch. Ja. Die Punkteverteilung finde ich auch richtig gut im Vergleich zu Mario Kart Wii, die mich nur am Ende nur noch angekotzt haben und mir so egal waren am Ende. Weil das ist ja schon teilweise unfair gewesen, wenn du 9000 Punkte hast, machst einen Fehler, 300 Minuspunkte. Ja, aber ich muss sagen, ich fand bei Mario Kart Wii, bei der Punkteverteilung kam es so ein bisschen eher auf Skill an, auch wenn jetzt, sagen wir mal, von der DC-Sache her abgesehen. Und jetzt bei dem, beziehungsweise bei Mario Kart 7 ist es eher so, Fleiß. Wer viel fährt, der bekommt auch viele Punkte, weil es werden ja immer nur sehr wenige abgezogen und... 8? Meinst du doch, oder? Ja, beides. Sowohl 7 als auch 8. Also ich finde das Punktesystem sehr fair, sehr schön. Auf jeden Fall, dass man auch den Turniermodus eingebaut hat, finde ich auch eine gute Idee. Und ja, dass man global fahren kann, Leute enden kann, wie viel weiß man? Weiß man, wie man enden kann? Ich glaube 100. 100, okay. Das ist ja wenig. auf jeden Fall Online-Modus, muss ich sagen, finde ich ganz gut. Wie findest also, du es, dass man im globalen Modus immer so 3 Strecken vorgeschlagen bekommt oder Zufall nehmen kann und nicht mehr nur selbst wählen darf?
Ich finde es ganz gut, weil man nicht immer, also man hat ja nicht immer die Möglichkeit, drei Strecken gleichzeitig zu gehen, drei Strecken hintereinander zu fahren. Das heißt ja nicht, dass wir dreimal hintereinander Yoshi-Tal fahren. Ja. Also ist ja nicht der Fall. Also muss ich sagen, das finde ich ganz gut. Ja, finde ich eigentlich auch recht gut. Gibt ein bisschen Abwechslung, dann werden auch nicht immer nur die Strecken gefahren, die jeder eben fahren will, sondern Abwechslung und so. Haut ja, rein. Ja, auf jeden Fall. Zumal wir ja vorhin gemeint hatten, dass wir sowieso keine so Hassstrecke haben. Deswegen passt es. Ja, ich denke mal, die Hassstrecken werden wir dann bald auch irgendwann mal haben. Bestimmt. Das war ja bei Mario Kart Wii auch erstmal später der Fall, wo Shy Guy meine erste Hassstrecke wurde und immer noch meine meistgehasste Strecke ist. Ich bin nie so froh, dass ich die dann sehen muss. Muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ja, mehr kann man zum Online-Modus nicht sagen, also das kann man sagen, ist positiv. Ja. Also ich würde es sehr positiv sagen. Ja, dann kommen wir zum Fazit, also wenn wir jetzt mal bewerten, würde ich mal eher vorschlagen, dass wir zwei externe Bewertungen machen, dass wir einmal Mario Kart 7 an sich machen und Mario Kart den Online-Modus, da ja, zum Beispiel ich ja zwei verschiedene Let's Plays machen und viele es ja auch machen, deswegen denke ich mal, würden wir mal zwei verschiedene Bewertungen machen, oder? Also Online und Offline, oder wie? Genau. Okay. Also offline so das Spiel an sich, so einfach alles, ne, so, weißt du ja, und ja. Online hat der Modus. Okay, fang an. Wollen wir jetzt irgendwie eine Wertung aufstellen mit 1 bis 10 oder einfach so? Ja, können wir machen, oder? 1 bis 10. Ja gut, dem Offline-Modus ist schwierig, keine Ahnung. Kann man passend zum Spiel Way 8 Punkte geben? Weil... das Zeitfahren überzeugt mich, wie gesagt, noch nicht so. Der Wettkampf ist jetzt auch nicht so das Wahre. Aber bei den Grand Prix und den Strecken und so weiter hat man eben schon reingehauen und sich Mühe gegeben. Deswegen von Grund auf so eine gelungene Sache. Bei mir auch so 8,5. Also 8,5 würde ich sagen, weil einerseits die Online-Modus der Schlacht leider mich ein bisschen abwertet, die Charakterwahl ein bisschen mich abwertet, ansonsten eigentlich ganz gut, der Grand Prix Modus wurde schön gemacht, die Items würde ich auch ein bisschen eher negativ erachten für mich, also jetzt nicht ganz krass, so klein, würde ich mal sagen, Zeitfahren, ich denke mal, das kommt eher nach der Zeit. Weil Zeitfahren ist ja wirklich nur der Sinn, wie schnell du fährst, auch mal die Zeit, auch um die Zeit Sachen zu genießen, und die kannst du ja machen, deswegen muss ich eher sagen, dass das positiv ist, und Versus-Rennen auch ganz gut, und dass man auch im Mehrspieler-Modus, so die Möglichkeit auch so die drei Sterne zu kriegen, oder man versucht es alleine oder mit Hilfe die drei Sterne zu kriegen, ist ja auch eine ganz gute Sache, ja. Und das Mario Kart TV finde ich auch eine sehr schöne Erneuerung. Also würde ich auch so 8,5 geben. Also, ich denke mal, ist eigentlich eine ganz akzeptable Wertung. Ja, der Online-Modus, da ist mir jetzt noch wirklich eigentlich gar nichts aufgefallen, was ich so zu bemängeln hätte. Deswegen wären das schon auf jeden Fall 9 Punkte. 10 Punkte, man muss mal schauen. Ich meine, jetzt am Anfang hat man ja noch nicht alles so genau entdeckt, ob da noch irgendwie blöde Sachen auftreten. Es gibt zum Beispiel, stimmt, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, wenn während der Streckenwahl oder so Leute aus dem Raum gehen, ist es meistens so, dass man Disconnect bekommt. Also da gibt es ab und an noch Probleme. Aber wenn die behoben sind, sehe ich da echt nichts Negatives. Gutes Ding. Kann man mitnehmen. Also ich würde auch so 9,5 bis 10 geben. Weil, also zum Beispiel, was schön ist, die Punkteverteilung würde ich positiv sagen, Turniermodus, dass man mehr Leute adden kann auf jeden Fall, ist auch was Gutes. Auch den Turniermodus, wo man zum Beispiel auch mehreren spielen kann als mit 100, wenn man jetzt eine größere Reichweite hat. Auf jeden Fall, dass man auch während dem Wartungszeiten auch chatten kann, auch wenn man nicht jetzt schreiben kann, was man will, aber immerhin etwas, so hallo oder ich gebe mein Bestes oder war ein guter Kampf oder ich gehe jetzt, sowas zum Beispiel. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel den Zufall hat, dass man jetzt zum Beispiel in einer Community drin ist und also im Turniermodus, man wählt aus und dann ist man mit seinen ganzen Abonnenten, dann kann man ja auch so ein bisschen schreiben. Also das finde ich ganz gut. Was du mir gerade angesprochen hast, wusste ich ehrlich gesagt noch nicht. Ja, ist leider so, aber ich denke mal, das wird auch behoben. Wenn irgendwelche Probleme auftragen, denke ich mal, wird auch Nintendo auch dafür was tun, auch updaten
damit halt der Spaß halt nicht verloren geht. Genau. Weil ich denke mal, es werden immer Probleme auftauchen. Das gibt's bei jedem Spiel und ich denke mal, Nintendo ist schlau genug, es auch zu patchen. Also muss ich sagen, den Online-Modus würde ich ganz positiv erachten und würde ich auch sagen, würde mir auch sehr viel Spaß machen zu spielen. Dann wären wir soweit durch, oder? Ja, doch sowas. Ging ja jetzt auch eine ganze Weile. Ja, 53 Minuten. Ja, wir werden in der Videobeschreibung auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen Mühe machen, so ein bisschen, ja, den Aufbau. So sagen, den Aufbau ein bisschen, damit ihr, falls ihr das überspringen wollt, dann das nächste und so weiter. Genau. Und auf jeden Fall Mario Kart 8, ein schönes Spiel, wird, denke ich, auch der Wii U extrem viel helfen. Ich habe schon mitbekommen, 1,2 Millionen Verkäufe nach nicht nur einer Woche, also ist schon sehr gut. Ja, und es gibt bald ein DLC mit Mercedes-Benz. Ja. Kann man sehen, wie man will, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall schön, aber ist auch nicht notwendig. Ja. Ach ja, und falls ihr es jetzt noch nicht wusstet, der B-Point hier hat auch einen LP dazu. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal reinschauen. Gleiches gilt auch für deine Zuschauer. Ja. Schaut mal vorbei, abonniert mich, Daumen hoch, favorisieren, Alter. Ja, Schöre Kree, ich bin raus. Auf zu einer Million. Nein, Spaß. Natürlich, wenn ihr wollt. Ja, klickt auf jeden Fall rein. Denkt mal, wir werden uns bei einem anderen Let's Play sehen. Auf jeden Fall, Mark hat auch ein super Spiel. Denkt mal, wir machen eine lange Zeit Let's Playen, beide. Und ja, hoffen wir, dass uns der Spaß erhalten bleibt und die Freude, die wir jetzt momentan haben, auch noch haben. Exakt. Na dann, sagen wir mal, beenden wir mal. Danke fürs Zuschauen. Danke, Patrick, für deine Zeit. Bitteschön. Ja. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Tschö, bitte.